Und willkommen zurück bei Let's Play Siren Blood Curse. Wir befinden uns immer noch in Episode 2, die ungefähr dreimal so lang ist wie Episode 1, wie ich feststellen musste, weil das jetzt schon die dritte Mission ist. Und zwar müssen wir mit Melissa Gale nach Hirasakai entkommen. Ja, schauen wir doch mal. Look, I'm really sorry, Sam. I am glad to see you and it's good to know you're well, okay. I was. You were gasping so hard. I thought you were one of them. No, not them again. We have to find a way out of here. Ach du Scheiße. Halten Sie gedrückt, um sich gegen eine Tür zu stemmen. Schütteln Sie beim Stemmen gegen eine Tür den Wireless-Knopf, um zu verhindern, dass Shibito eindringen. Ja, geile Sache. Stemmen! Ja, und soll ich jetzt für ewig hier... So, schnell weg hier. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Erreichen Sie... Wie weit muss ich denn dafür laufen? Geht's noch? Ach, da! Ach nee, das ist ja gar nicht so, oder? Moment. Oh, 3D. Komme ich gar nicht mit klar gerade. Muss ich denn da hin? Oh Gott, ich komme jetzt hier gerade so. Also, ich bin jetzt gerade hier auf der Ebene. Das heißt, ich muss hier diese Treppe rauf. Da, also ich muss jetzt mich einmal umdrehen. Nee. Also ich laufe in die falsche Richtung. Oh Gott. Die kommt wohl alleine klar. Oh, wo sind wir denn hier? Ist sie denn jetzt tot oder was? Oder läuft die mir gleich automatisch nach? Laufe ich gerade verkehrt? Fragezeichen. Ich müsste eigentlich nach oben laufen, ne? Boah, ich finde das so verwirrend. Ich muss nach oben eigentlich. Okay, dann müssen wir wieder umdrehen. Ich habe immer noch eine Knarre, ne? Eine Knarre, nicht eine Waffe. Ah, okay, sie läuft vor. Das ist gut. Scheiße. Wieso guckt er denn in die verkehrte Richtung? Rennen die immer noch hinter mir her? Bestimmt nicht, oder? Ja, klasse. Genau. Total toll. Komm, hau zu. Lauf. Lauf einfach an ihm vorbei. Komm, lauf. Ach, ja, toll. Ach, nee, ist es schön. Ich werde jetzt hier wohl einen kleinen Cut machen. Oder mache ich noch weiter?
Ja, so richtig fesseln tut mich das Spiel jetzt nicht. Ach komm, wir versuchen es noch einmal. Ein Versuch noch. Ja. There's too many of them. We'll have to find another way around. Okay. Erreichen Sie die Straße nach Hirasakawai. Also wir müssen irgendwie eine Schusswaffe finden. Ah, okay. Okay, wo ist die Pistole denn? Schubs. Yay. Ziehen Sie Ihre Schusswaffe mit L1, drücken Sie R1 bei gezogener Waffe, um sie abzufeuern. Okay. Schicken Sie bei gezogener Waffe zum Nachladen, wie unten angezeigt. Sie können auch durchdrücken von... Ah, das klingt doch schon besser. Okay, L1 ziehen, R1 schießen, Dreieck nachladen. How do you like that? Gut, ich habe scheinbar unendlich Muni. Wo muss ich hin? Rechts. Alles klar. Wenn Sie das Spiel noch einmal nachlesen möchten, ja, ist ja gut jetzt. Ich finde sie schrecklich, das sollte reichen. Ah, Straße erreicht, Mission erfüllt. Geht doch. War ja gar nicht so schwer. I think we should go to the church. Are you kidding me? Where those bunch of murderers go to pray? What? No! No, you have it all wrong. That was a mistake. No! Hey, where are you? Huh? What was that? What were you thinking, bringing her to a place like this? Like I told you before. Just shut up! I swear, you're completely useless. I'm gonna find her myself. Come on! Oh, damn it! What the hell is this? Throw them back! Just like hide and seek, so hide them more good, okay? I promise I'll come and find you! Nein! Daddy said they don't exist. They don't exist! Ah. Bella! So? I found you! No! Yes! That's it! Wait, you were part of that ritual! That's the outrage curve, you know. Tell me what I must do next. Mata daigoku shin. Watashi wa ikeni nanka janai! Die Musik erinnert schwer an Lost, oder? Finde ich. So, das soll aber auch reichen. Der Spielspaß hält sich bei mir ehrlich gesagt in Grenzen. Aber vielleicht spiele ich es ja dann doch bei Zeit nochmal weiter. Weil mein Kollege wird es ja wahrscheinlich sowieso nie wieder spielen, weil er irgendwie zu viel Angst hatte. Aber
Also ich fand es jetzt nicht wirklich gruselig. Mein Arbeitskollege muss doch eine größere Weichflöte sein, als ich dachte. Naja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und würde dann sagen, vielleicht dann bis zum nächsten Mal bei Let's Play Siren Blood Curse. Bis denn dann, tschüssi!